Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Und wie man hinter mir sieht, Fenster sind ganz schön dreckig. Können auch mal wieder geputzt werden. Stefan, du bist dran. Ja, lange genug rausgeschoben. Immer gesagt, im nächsten Jahr werden die Fenster geputzt. Es ist soweit. Was vom Alltag. Fensterputzen gehört auch dazu, würde ich mal sagen. Gehört auch zu den allerschlimmsten Sachen, die man so machen muss, finde ich. Naja, wenn schlimmeres Wetter wäre, weil es ist gerade eigentlich so das Wetter, finde ich. Wird ein bisschen braun hier draußen sogar im Winter, ja. Also ich würde es eigentlich gar nicht so schlimm finden, aber ich mach's dir jetzt trotzdem nicht. Nee. Viel Spaß! Danke! Stefan ist gerade schön am Fenster putzen. So wie er aussieht, macht es ihm auch ziemlich Spaß. Wie gesagt, beim schlechteren Wetter wäre es schlimmer gewesen, aber sonst, glaube ich, ist es ja eigentlich ganz okay. Nervt vielleicht ab und zu das mal zu machen, weil wenn mir jetzt jemand sagt, putz mal Fenster, würde ich das eigentlich nicht so gerne machen, aber so schlimm ist das, glaube ich, auch nicht. So, das war's und los geht's mit dem Vlog. So, zum Glück haben wir keine guten Vorsätze fürs neue Jahr gefasst, zumindest nicht den gesünder zu essen, denn wir sind jetzt wieder mal bei McDonald's. Oh, was gibt's hier alles so? Happy Meal. Dort ist Mayo drin. Oder? Ich weiß nicht. Ich bin blöd. Guck doch mal rein. Ich war dieses Jahr noch gar nicht hier. Alles vergessen, was? Ein Cheeseburger, Pommes und jetzt kommt das Beste, reservierte. Und hast du noch diesen Pizza, kann man eben zeigen, wie der aussieht. Ah ja, so ein, ich weiß nicht, wie der heißt, Pizza-Mac oder sowas, ja, keine Ahnung. Guck mal, der sieht so richtig lecker aus. Und wie schmeckt er? Werde ich gleich herausfinden, und zwar genau jetzt. Ich würde sagen, ich habe einen neuen Lieblingsburger. Und bei mir gibt es den guten alten Big Tasty Bacon. Der ist immer lecker. Und groß. Es gab dazu noch ein Spielzeug, ein Happy Meal. Ich gucke mir jetzt mal an, was das ist. Aber erstmal muss ich den Test so wie das auf, ja? So, jetzt kommen einige, viele Grüße. Die ersten Grüße gehen an Jojo, der Johannes heißt, und schreibt, dass wir die besten YouTuber sind und ihn fragt, ob wir ihn grüßen können. Machen wir. Viele Grüße. Ja, viele Grüße. Ja, und es schreibt auch jemand, hi Stefan und John. Ich war am Montag auch beim Weihnachtsmarkt. Ich würde mich über einen Gruß freuen. Ja, wir grüßen dich, Skiller. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, weil da einmal Leerzeichen drin ist, aber ja, Grüße an dich. Und sonnige Grüße aus Bremen gehen an MCDVS, der schreibt schon wieder ein Video, da freut man sich, könnt ihr mich mal grüßen, machen wir. Viele Grüße. Ja, viele Grüße. Und es hat auch jemand unsere Frage beantwortet, die wir einmal im Vlog gefragt haben, ob ihr nun auch morgens vor der Schule auch was frühstückt, weil ich mache das eigentlich nicht. Und dann steht da halt,
Hi, ich kann morgen früh nie was essen. Ich habe nie Hunger morgen. Könnt ihr mich bitte grüßen? Okay, wir grüßen dich, Fight Profi TV. Viele Grüße an dich und ja. Nächste Grüße gehen an Julian und daran merkt man jetzt, dass wir schon lange die Grüße gesammelt haben. Der uns hier noch eine frohe Adventszeit wünscht und schreibt, ich finde eure Videos super, besonders eure Vlogs. Und auch an dich gehen, viele Grüße. Ja, viele Grüße. Und Fabian hat uns auch gefragt, ob wir ihn grüßen können. Viele Grüße an dich, Fabian. Genau, viele Grüße. So, und Finn Lukas hat geschrieben, nicer Vlog. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten. Es wäre voll cool, wenn ihr mich mal grüßen könnt. Auch dieser Wunsch ist schon ein bisschen länger her. Frohe Weihnachten aber nochmal zurück gehabt zu haben. Viele Grüße. Viele Grüße. Und Feuerwerksfreak schreibt, ihr seid die Besten, könnt ihr mich grüßen. Viele Grüße an Feuerwerksfreak. Du bist ein richtiger Freak. Und viele Grüße gehen auch hier mit raus an Thorsten. Der schreibt unter anderem, bleibt alle gesund und munter. Ich freue mich schon auf euer nächstes Video. Da könnt ihr mich ja auch mal grüßen. Machen wir hiermit. Viele Grüße aus Bremen. Ja, viele Grüße. Und wir grüßen auch noch Max, der geschrieben hat, könnt ihr mich grüßen? Heiße Max. Ja, damit haben wir dich jetzt gegrüßt. Und sonst noch mal viele Grüße, Max, aus Bremen. Und wir grüßen noch Kohlestar 11, der in Wirklichkeit Toni heißt. Viele Grüße an dich, Toni. So, der nächste Gruß geht zu Damadin. Der schreibt doch immer ganz lieb. Das stimmt. Er schreibt hier unter anderem, ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und was da noch so alles kommt. Und wer sich wundert, dass wir jetzt nach da gucken zum Ablesen, liegt daran, dass wir das schon alles auf dem Computer gespeichert haben. Mhm. Und er schreibt auch unter anderem noch, PS, ihr dürft mich auch gerne mal grüßen. Ja. Machen wir ja mit? Ja, viele Grüße. Viele Grüße nach Bayern, genau. Der nächste schreibt, hallo, könnt ihr mich grüßen im nächsten Video bitte? Das machen wir jetzt. Viele Grüße an Emir Hasan Hüseyin Ilhan. Hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall viele Grüße. Genau, viele Grüße. Und wir machen jetzt erstmal auch mit dem Grüßen eine Pause. Ist ja also eine längere Pause diesmal. Ja. Und wir freuen uns zwar über alle Grußwünsche. Es gibt nämlich auch Kommentare, die nicht so freundlich sind. Ja. Wie es früher gewesen ist. Wie es heute ist. Ja, ich sitze hier ratlos vor meinem Spielfeld mit diesen Yu-Gi-Oh!-Karten. John hat mir schon hat eine Viertelstunde versucht, das Spiel zu erklären. Was da so hängen geblieben ist, ist nicht der Rede wert. Aber er lernt es gerade. Also wir spielen jetzt so eine Runde, so, damit ich es ihm zeige. Ich komme ab und zu rüber, gucke natürlich in seine Handkarten rein, aber um ihm das Spiel zu erklären, ist noch keine richtige Runde. Es geht darum, was ich verstanden habe, mich zu verteidigen. Ich habe da irgendwelche Monster und Fallen und Zauberkarten. Ich muss auf Sterne achten, auf Angriffszahlen und auf Verteidigungszahlen. Ja. Hast du es bis jetzt eigentlich schon sehr gut kapiert, alles, was ich dir erzählt habe? Bei Fallenkarten verteidigst du halt, wenn ich dich angreife, kannst du die aufdecken. Ja, jetzt habe ich ja gerade dich angegriffen. Ja. So, da ist eine Karte verschwunden und jetzt, was hast du jetzt da aufgeschrieben? Ja, mein Leben. Wir wollten jetzt so ein kurzes Spiel machen, dass jeder 4000 Leben am Anfang hat. Ich weiß, ist eigentlich blöd, aber es ist nur so eine kleine Runde und er hat mich jetzt angegriffen und habe ich halt jetzt 3800 Leben noch, weil er mit einem 200er Angriff angegriffen hat. Ja. Was muss ich jetzt machen? Also... Ja, du hast mein Monster zerstört und du hast den Zug jetzt doch beendet. Ach, ich beendet. Gut. Ja. Du weißt halt nicht, wie viel Def die nun hat, also Verteidigung. Dann könnte mein, rein theoretisch, wenn ich jetzt mehr Verteidigung habe als dein Angriff, wäre deine Karte jetzt kaputt, mit der du angreifst. Also musst du eigentlich gut überlegen. Diese hier, möchtest du die setzen? Die hat halt, die ist halt besser. Ja, also kannst du die austauschen? Ja, die kommen dann hier auf diesen... Friedhof und kannst du nicht mehr benutzen. Es hört sich komisch an, aber Stefan hat gewonnen.
Es hat einen... Und Stefan weiß nicht, warum. Aber ich weiß, warum. Ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ich bin schlechter Verlierer. Kann ja vielleicht sein, dass ich das manchmal bin. Aber ich muss dazu mal sagen, mir ist gerade aufgefallen, dass mein Deck sortiert wurde. Oben die beste Karte, unten die schlechtesten Karten. Man zieht immer von unten. Ja, einer aus der Schule hat meinen einen Deck sortiert. Ist ja nett, aber ich habe vergessen zu mischen. Ja, blöd gelaufen gegen einen zu verlieren, der sein erstes Mal spielt. Da lobe ich mir doch die Einfachheit eines Spiels aus meiner Kindheit, nämlich von MB 4 gewinnt. Ganz einfach, hier ist das Spielfeld. Man muss einfach 4 Steine nebeneinander positionieren können. Entweder so oder so oder so. Auf geht's! Ja, das ergibt irgendwie gar nichts, weil keiner hat gewonnen. Das passiert eigentlich sehr selten in diesem Spiel. Also neuer Versuch. Gewinnt, sogar 5 gewinnt. Ja, jetzt hat's geklappt. Kommen wir zu einem weiteren Spiel aus der Neuzeit, aus der heutigen Zeit, nämlich Nintendo Switch. Ja, wir wollen jetzt ein altes Spiel spielen davon, und zwar Mario Brothers. Aus dem Jahr 1985. Das geht auch irgendwie mit 2 Personen zu spielen, steht hier, aber wir kriegen es nicht hin, also spielen wir nacheinander. Ja, mit dem Controller, aber ich kann den Controller besser spielen. Und naja, Mann voran, also ich fange an. Okay, ich habe schon ein paar Mal gemacht, also los geht's. Start. Jeder hat 3 Leben, bis Game Over machen wir. So, hier ist schon mal ein Lucky Block und das auch so ein blöder Pilz. So, hier haben wir einen Pilz, dann wird man halt stärker, wenn man den kriegt. Du bist halt größer und kannst halt diese Blöcke kaputt machen, nur Lucky Blöcke nicht. Also ich möchte eigentlich jetzt auch gar nicht so viel rumspringen und alle Sachen öffnen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Also allein die Musik ist schon nostalgisch, würde ich sagen, die man hier bei dem Spiel hört. Also wir hatten zwar früher nie so eine Nintendo-Konsole, aber durch Freunde, die sowas hatten, kennt man das natürlich trotzdem. Hiermit zu einem weiteren Spiel aus früheren Tagen, das wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und zwar im amerikanischen Don't Worry. Wir kennen es natürlich als Mensch, ärger dich nicht. Wir haben uns mal so eine tolle Special Edition auf dem Weihnachtsmarkt gekauft und ja, spielen das auch total gerne. Es ist auch schön groß, griffig und nicht so klein mit den Spielfiguren wie das normale Spiel. Wollen wir mal gucken, wer sich gleich ärgert. Ja, und da ist er, der Gewinner. Also ich finde, es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder mit meiner Familie was zu spielen. Und auf jeden Fall, mir fällt irgendwie auf, wenn ich ein neues und ein altes Spiel spiele. Weil heutzutage spielt man nicht mehr so viele Spiele mit einem Würfel, also keine Würfelspiele mehr. Und bei 4 gewinnt, wusste ich sowas halt schon. Mir fällt da eher auf, dass die früheren Spiele irgendwie einfacher waren. Wenn man die jemandem erklären würde, der das Spiel noch nicht kennt, ist 4 gewinnt oder Mensch, ärger dich nicht, total schnell erklärt. Es sind nicht aufwendige Regeln, die man einhalten muss. Die Spiele, die John hier manchmal anbringt. Was denn zum Beispiel? Ja, dein Yu-Gi-Oh! Oder wie das heißt. Das da verstehe ich nur Bahnhof und das kann nicht am Alter liegen. Ich verstehe diese Spielregeln einfach nicht. Man kann das Rad nicht neu erfinden. Es ist irgendwann mal alles erfunden. Es ist wie auf dem Freimarkt, auf der Kirmes mit den Karussells. Die alten Karussells, die es schon Ewigkeiten gibt, die bringen immer Spaß. Und die neuen haben mal kurzzeitig einen neuen Spaßfaktor, aber dann ist der auch ganz schnell wieder weg. Und so ist es auch bei den Spielen, finde ich, was man früher gespielt hat. 4 gewinnt, Mensch, ärger dich nicht. Das sind Dauerbrenner, die machen einfach ein Leben lang Spaß. Es ist ein neuer Tag und Stefan hat mich heute Morgen aufgeweckt und hat gesagt,
Du sollst dir Sportsocken anziehen und eine Weste. Dann habe ich mich halt angezogen und er hat gesagt, dass wir zu einem Überraschungsziel fahren, wo er schon lange überlegt hat, dass wir dorthin wollen. Und ich bin auch schon mal aufgeregt und wir sind auch in 7 Minuten da, steht auch auf dem Navi drauf. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennen konnte, aber ich hoffe mal ja. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir da sind. Die Überraschung ist Stefan gelungen. Wir sind gerade bei einer Schlittschuhbahn und naja, ist ein bisschen rutschiger als das letzte Mal und ich hoffe, ich knall nicht wieder so hin, ne? Tag heute hier in Bremen. Darum wohl auch noch mal so richtig dementsprechend voll hier auf der Bahn. Aber ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass jetzt der letzte Ferientag ist, weil morgen und übermorgen ist immer noch Wochenende. Dann ist wieder nicht diese eklige Schule. Ich wollte gerade sagen, John liebt ja die Schule. Fahren, weil ich bin richtig kaputt. Jetzt fahren wir gleich mit dem Auto zurück nach Hause und in diesem Vlog haben wir eher so den ganz normalen Alltag gefilmt und ja, an dieser Stelle beenden wir auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, netten Kommentar schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!